Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Note. In der letzten Folge haben wir die Maske fertiggestellt, sind wir zum Raum gegangen und werden jetzt erfahren, was sich hier hinter befindet. Und siehe da, ein lustiger Raum. Allerdings ist diese Falle hier wesentlich unkomplizierter. Denn wir können uns hier zwischen ganz unbesorgt aufhalten. Das ist überhaupt kein Problem. Wir dürfen nur nicht dort hineinlaufen. Und siehe da, da hängt ein Schlüssel an der Wand. Nimmst du den Schlüssel? Ja. Ausführen, Magiegeräte. Schlüssel zum Verlies. Ganz unkompliziert kommen wir hier durch. Dann bewegen wir uns mal in Richtung Verlies, nicht wahr? Immerhin wollen wir ja wissen, ob wir Dave retten können oder nicht. So. Und noch ein paar Türen. Necromata. Congratulations on making it this far. You found the dungeon key too, I see. Not bad for a human. But this is as far as you get. It's time for you to take a little rest. Then afterwards, I'll take my time too. Ah! Damn! Und da hat sie uns wohl ein wenig überlistet. So, wir brauchen genau das hier. Und ich werde mich ein wenig beeilen, doch werde euch zu diesem Verlies etwas sagen. Wie ihr seht, ist es ein Raum, beziehungsweise Kellergewölbe, Katakomben. Man kann es nennen, wie man möchte. So. Es steht Verlies der Vergangenheit darauf. Allerdings werden wir hier nicht durchgehen. Ich werde es euch nicht zeigen. Das hat aber nichts damit zu tun,
dass ich einfach nur dem Ende entgegengehen möchte. Obwohl, ich denke, ich kann es euch zeigen. Wie das Ganze funktioniert, erfahrt ihr jetzt. The oil in the watch room will run out soon. Ja, das ist jetzt das Problem. Weil das werde ich nicht mehr schaffen. Das heißt, wir werden Dave nicht retten können. Und wir haben ein Brett hier, wo wir diese Medaille reinsetzen können. Allerdings heißt ja Verlies der Vergangenheit. Das heißt, wir haben 2 Uhr und da es die Vergangenheit war, können wir das bei 1 reinstecken und damit wäre die Tür geöffnet. Was einen weiteren Gang hat. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht geschaut. Ich bin hier immer nur durchgelaufen, das erste Mal. Geht noch nie. Dann bleib halt da. Konnte jedoch nie Dave retten. Und wir sind in einem Raum gelandet, wo nichts ist. Wenn ihr nach oben schaut, auch nichts. Und auch nichts hier. Gar nichts. Heißt, wir sind einmal umsonst hierher gelaufen. Jetzt haben wir die Medaille verbraucht, aber natürlich nicht umsonst. Wir können die Medaille natürlich auch wieder mitnehmen. Und falls ihr die Medaille mal falsch einstecken solltet, wir haben jetzt hier, ja, wenn wir jetzt hier auf die Medaille gehen. Sollte sich eigentlich die Tür öffnen, was sie nicht tut. Und dort sollte eigentlich ein Zombie erscheinen. Na gut. Möchte nicht. Natürlich, wenn wir Vergangenheit haben, wäre das nächste, nahemöglichste. Die Zukunft. Ich kann es euch jetzt hier nochmal zeigen. Wir haben eh Zeit, da Dave nicht mehr zu retten ist. So. Wie ihr wisst, haben wir 3 Uhr jetzt mittlerweile. Ich kann da nochmal drauf gucken. Na gut, 3 Uhr. Und wenn ich das jetzt bei 1 stecke, funktioniert es nicht. Oder es funktioniert doch. Vermutlich würde die 2 das bewirken, was wir brauchen. Prüfen. Da war es die 3. Da wir jetzt 3 Uhr haben. Haben wir 3 Uhr und eigentlich sollte die Tür dort zu sein. Was hier aber wohl nicht ganz funktioniert.
Und wenn ich jetzt die Tür öffnen möchte, ist sie verschlossen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall diese Medaille, um die Tür zu öffnen. Das Verlies sieht übrigens genauso aus. Ich zeige es euch. Auf 5 Uhr. Auch hier. Ein Gang. Wieder mit einer Fledermaus. Mit nichts. Seht ihr? Nichts. Nichts ist in diesen Räumen. Vielleicht sind wir ja doch noch nicht ganz so spät. Aber ich denke, da wir schon das erste Mal nicht wirklich Glück damit hatten, werden wir kein Glück haben, Dave zu finden. Für uns ist dieser Gang wichtig, den wir jetzt betreten. Das Verlies der Gegenwart. Denn, falls wir hier etwas Falsches eingeben, wird wahrscheinlich hier dieser Zombie kommen. Denn es gibt ja sowohl eine Zukunft als auch eine Vergangenheit in der Urzeit. Je nachdem, wie man möchte. Wir haben gleich 4 Uhr. Wenn wir jetzt eingeben, wird sich dort eine Monsterleiche befinden, die nichts dabei hat. Und sie ist verschlossen. Und jetzt haben wir 4. Und können die Tür betreten. Und wir müssen einfach nur noch durchlaufen. Auch hier wieder eine Fledermaus. Und wir können nach oben gucken. Is there anyone down there? Is that you, Paolo? Yes, Akira, is that you? Yes, it's me. What are you doing in there? Well? You're locked in, right? Yes. I can't see any way out. Okay, wait a moment. I'm going to drop an item down to you. Here it comes. Okay. So, wir haben dieses Item von ihm bekommen und werden das auch direkt benutzen. Where am I? What happened? Amazing, isn't it? It's called a mark item.
it transports you instantly to wherever the other mark item is. But enough about that. Did you find the children? Oh, yes. I must hurry. I had to leave them locked in the dungeon. I see. You better get going, then. Right. Thanks so much, Paulo. Ja. Nun wisst ihr, wofür dieser Raum gut war. Und das, was er gesagt hat über den Anzeiger, das solltet ihr euch ganz genau merken. Denn das wird nochmal sehr wichtig sein. Das war im Übrigen das letzte Mal, dass wir hier runtergekommen sind. Denn diese Seite hier brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt wird für uns die andere Seite des Schlosses rentabel. Aber zuerst wollen wir natürlich die Kinder retten, sofern sie noch zu retten sind. Ich habe nie herausgefunden, ob man nochmal gefahrlos über den Teppich gucken laufen kann. Denn ich wollte es nicht riskieren, direkt danach nochmal über den Teppich zu laufen. Und ich denke, dass wir jetzt einen Zombie begegnen. Denn unsere Zeit hier unten im Verlies war schon ziemlich aufwendig und lang. Das heißt, wir müssen jetzt überall lang gehen und gucken. Und es wird noch etwas wichtig sein. Und zwar werden wir diesen Raum auf jeden Fall beleuchten. Und wir werden kennenlernen, warum mehr Exekutionsraum heißt. Und ich denke, dass Dave von uns gegangen ist. Aber bevor ich in Daves Zelle gehe, werde ich erstmal hochgehen, um im Wachraum in den Wachraum zu gucken. Wo uns Angela nicht empfängt. Aber wir wollen natürlich wissen, ob Dave überlebt hat. Also, ich wette, er ist tot.
Oh nein, und wir haben es nicht geschafft. Oh no, I'm too late. He was killed while I was on my way here. Bedauerlich, aber nicht zu Ende. Necromania. You! Where did you take them? You really want to know? You'll find out about one of them soon enough! Ah! Someone help me! Now, do you understand? It is his fate to die soon. Take my time, too. Now, I must be going. Diesen Kerl, um den kümmern wir uns gar nicht. Denn wir werden hier nicht mehr zurückkehren. Aber das ist jetzt der neue Gegner. Don't come any closer! Someone help me! Natürlich sehe ich gar nichts. Das ist so unser erster, kleinster Boss. Den wir besiegt haben. Are you okay? I was about to be killed! Sorry. I meant to get back sooner. Paolo. I got worried, so I came to take a look. He's okay, I see. Yes, thank God. But my partner Angela and the girl were taken away. I see. Paolo, do you have any idea where I should look? Please, tell me anything you can. Let's see. It's just a guess. But you could try looking in the underground dungeon in the South Tower. The only dungeon in this place are here and in that tower. The South Tower. How do I get there from here? Follow the passage on the west side of the castle southwards. Thanks. I'll go and check it out. Be careful. I really should go with you, you know. I'll be okay. All right. Take this, then. This is the item you used before, isn't it? Yes.
It may come in handy. You used it the same way you did when you got out of the underground dungeon. Right. Thanks. That's okay. Well, I'd better be going. Okay. Well, let's go. Okay. So, jetzt heißt es erstmal Toshi in Sicherheit bringen. Das war allerdings nicht der letzte, den wir gesehen haben. Ein bisschen nervig sind die Biester schon und sie tun auch ziemlich weh, wie ihr gemerkt habt. Und hier ist keiner. Was natürlich sehr gut ist. Dann bringen wir mal Toshi in Sicherheit. Ist natürlich schade, dass wir Dave nicht retten konnten. Aber ich konnte ja meine Spielerei auch nicht lassen. Aber wir werden von Angela nicht mehr genervt, dass wir Öl abliefern sollen. Und können uns jetzt ganz in Ruhe darum kümmern, das Feuerzeug zu bekommen. Das wird uns auch eine Weile aufhalten. Ach ja, wie ihr vielleicht gesehen habt, nachdem wir ihn entdeckt haben, ist der Verliesschlüssel verschwunden. Das heißt, wir benötigen ihn nicht länger. Das Inventar wird hier selber aufgeräumt. Zuerst einmal in den Laden. Wir haben zwei Halsketten und können uns neu eindecken. Zündholz kaufe ich jetzt nicht, aber Salben, die doch ganz schön wichtig sind. Und dort sehen wir es, Toshi ist gerettet, Dave hat ein rotes Kreuz. Natürlich könnten wir auch mal die Uhr hier überprüfen. Wenn wir uns richtig da vorstellen. Und zeigt uns allerdings nur, dort ist eine kaputte Uhr. Ja, ahnt es vielleicht schon, wo ich hin will. Nämlich hier rein. Und jetzt heißt es, die ganze Zeit hin und her, hin und her. Bis wir das Feuerzeug gefunden haben. Das konnte sich ein wenig hinziehen. Was eigentlich auch sehr realistisch gemacht ist. Es wird zwar grafisch nicht weniger, aber im Spiel tun wir kurz mal den Löschen-Button da drauf.
Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir Feuerholz verbrauchen können. Und natürlich nehmen wir auch das Feuerholz gerne. Ach ja, es ist schon lustig, dass wir das Feuerholz die ganze Zeit nehmen, dort rausbringen, kurz mal anbrennen und sofort wieder löschen, um dann neues Holz nachzuschmeißen. Aber das Endergebnis lohnt sich. Da ist ein Feuerzeug zwischen dem Feuerholz. Nimmst du das Feuerzeug? Ja. Und natürlich nehmen wir nochmal Feuerholz mit. Und jetzt brauchen wir kein Zündholz mehr, denn jetzt können wir das Feuerzeug nutzen. Und die Salbe kommt natürlich auch wieder hin. Und dort seht ihr schon, es hört sich exakt gleich an. Es wird immer besser. Und damit nähern wir uns auch schon dem Folgenende, was wieder mal ein bisschen Überlänge hatte. Aber so habt ihr zwei Folgen in einer. Das war Let's Play The Gnome für heute. Ich wünsche euch noch eine gute Nacht und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Tschüss!